Drake erzählt noch heute mit Liebe davon. Stellen Sie sich vor, dass Sie mich getragen haben, wirklich weggetragen haben. Ich war in diesem Augenblick vollkommen glücklich. Und er schlief auch glücklich im Bett ein. Dann weckte man ihn, um ihm einen Topf Milch und eine Semmel vorzusetzen. Die Semmel war bereits in kleine Stückchen zerschnitten, und während einer von den Wärtern Schweig an beiden Händen hielt, tunkte der andere die Semmelstückchen in die Milch und fütterte ihn, wie man eine Gans mit Klößen füttert. Als sie ihn gefüttert hatten, fassten sie ihn unter den Armen und führten ihn auf den Abort, wo sie ihn baten, seine kleine und große Notdurft zu verrichten. Auch von diesem schönen Augenblick erzählt Schweig mit Liebe. Und ich muss sicherlich nicht mit seinen Worten wiedergeben, was sie dann mit ihm taten. Ich erwähne nur, dass Schweig erzählt, einer von ihnen hat mich dabei in den Armen gehalten. Nachdem sie ihn zurückgebracht hatten, legten sie ihn wiederum ins Bett und baten ihn abermals einzuschlafen. Als er eingeschlafen war, weckten sie ihn und führten ihn ins Ordinationszimmer, wo Schweig, völlig nackt vor zwei Ärzten stehend, der glorreichen Zeit seiner Assentierung gedachte. Unwillkürlich entschlüpfte es seinen Lippen tauglich. »Was sagen Sie?« fragte einer der Ärzte. »Machen Sie 5 Schritte nach vorn und 5 Schritte zurück.« Schweig machte 10. »Ich habe Ihnen doch gesagt«, sagte der Arzt, »Sie sollen 5 machen.« »Mir kommt's auf ein paar Schritte nicht an«, sagte Schweig. Die beiden Herrenärzte blickten einander an, und einer von ihnen stellte an Schweig die Frage, »Wurde Ihr Geisteszustand bereits einmal geprüft?« »Beim Militär«, antwortete Schweig feierlich und stolz, »bin ich von den Herren Militärärzten amtlich für einen notorischen Idioten erklärt worden.« »Mir scheint, Sie sind ein Simulant«, schrie der zweite Arzt Schweig an. »Ich, meine Herren«, verteidigte sich Schweig, »bin kein Simulant, ich bin ein wirklicher Idiot. Sie können sich darüber in der Kanzlei der 91er in Budweis oder beim Ergänzungskommando in Karolinenthal erkundigen.« Der ältere von den Ärzten winkte hoffnungslos mit der Hand und sagte auf Schweig weisend zu den Wärtern, »Diesem Mann da geben Sie seine Kleider zurück und bringen Sie ihn in die 3. Klasse auf den 1. Korridor. Dann kommt einer zurück und trägt alle Dokumente über ihn in die Kanzlei. Und sagen Sie dort, dass man es bald erledigen soll, damit wir ihn hier nicht lang auf dem Hals haben.« Die Ärzte warfen noch einen niederschmetternden Blick auf Schweig, der ehrerbietig rücklings zur Tür zurückwich, wobei er sich höflich verneigte, und gaben ihm das Gutachten mit auf den Weg, dass er ein Simulant von schwachem Verstand sei.